4 Ιουνίου 1942. Ο ηγέτης της ναζιστικής Γερμανίας, Άδολφος Χίτλερ, μαζί με τον Βίλχελμ Κάιτελ, επισκέπτονται με απόλυτη μυστικότητα τη Φιλανδία. Εκεί θα συναντηθούν με τον πρόεδρο της χώρας, Ρίστο Ρίτη, και τον αρχηγό των Φιλανδικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατάρχη Καρλ Γκούσταφ Έμιλ Μάνερχέιμ. Αφορμή της επίσκεψης είναι τα 75 γενέθλια του Μάνερχέιμ. Αλλά η πραγματική αιτία είναι να εξασφαλιστεί πως η Φιλανδία θα συνεχίσει να πολεμά στο πλευρό του άξονα. Οι εορτασμοί θα λάβουν χώρα στο τρένο του Μάνερχέιμ, όπου μετά το γεύμα θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν την κατάσταση στο ανατολικό μέτωπο. Ο Φιλάδος ηχολήπτης, Τορ Ντάμεν, είναι υπεύθυνος να καταγράψει τις επίσημες ομιλίες και το χαιρετισμό του Χίτλερ για τα γενέθλια του Μάνερχέιμ. Όταν τελειώνουν οι επίσημες δηλώσεις, ο Ντάμεν δεν σταματάει την ηχογράφηση και επί 11 λεπτά καταγράφει την ιδιωτική συζήτηση. Die zu allen Zeiten nicht die Mehrheit, sondern die Minderheit ausgemacht haben. Η κρυφή αυτή ηχογράφηση είναι η μοναδική που μπορούμε να ακούσουμε την κανονική φωνή του Χίτλερ, καθώς και τα σχέδια και τις σκέψεις του, όπως τα μοιράζεται με τους φίλους και συμμάχους του. Ich werde niemals kapitulieren, niemals. Ich untersage ihn. Günther, ich nehme Ihnen das Versprechen ab. Alle erforderlichen Vorkehrungen für die Beseitigung meiner sterblichen Überreste zu treffen. Ο Ελβετός ηθοποιός Bruno Ganz, που είχε παίξει με μεγάλη επιτυχία τον ρόλο του Χίτλερ στην ταινία Downfall, είχε συμβουλευτεί τη συγκεκριμένη ηχογράφηση για να εξασκηθεί στον τρόπο με τον οποίο μιλούσε ο Χίτλερ. Sehr große Gefahr, vielleicht die schwerste. Der ganze Unternehmer hat erst gestern Messung verloren. Wir wussten das selber auch nicht so ganz genau, wie ungeheuerlich diese Strafanrüstung war. Ja, das hätten wir nicht geahnt im Winterkrieg. Im Winterkrieg hätten wir das nicht geahnt, natürlich. Hatten wir den Eindruck, dass sie gut gerüstet waren. Aber so, wie sie in Wirklichkeit. Und jetzt ist ihm gar kein Zweifel, was sie hatten in ihren Schienen. Ganz klar. Das ist gut. Sie haben die ungeheuerste Rüstung, die menschendenkbar ist. Also, wenn mir jemand gesagt hätte, dass ein Stab mit. Wenn jemand gesagt hätte, dass ein Staat mit 35.000 Punks antreten kann, dann hätte ich gesagt, sie sind Wahnsinn. 35.000 Panzer. Wir haben zurzeit über 34.000 Panzer vernichtet. Wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich gesagt, wenn mir ein General von mir erklärt hätte, dass hier ein Staat 35.000 Panzer in dieser Ziele hat, sie sehen alles doppelt oder zehnfach. Das ist Wahnsinn, sie sind Gespenster. Das haben wir nicht für möglich. Wir haben Fabriken gefunden. Allein einer da in Kramarowskaja zum Beispiel. Das war vor 2 Jahren ein Bau, dort, wir hatten keine Ahnung. Heute ist dort eine Panzerfabrik, die in der ersten Schicht etwas über 30.000 und in den Vollausbau über 60.000 Arbeiter beschäftigt. Und eine einzige Panzerfabrik. Wir haben sie besetzt. Eine gigantische Fabrik. Arbeitermassen, die allerdings über die Tiere gehen. Im Donetsk-Gebiet. Ja, wenn man denkt, dass sie 20 Jahre, über 20 Jahre, 25 Jahre beinahe, Freiheit gehabt haben, sich zu rüsten. Und alles ausgegeben für Rüstung. Nur Rüstung. Nur Rüstung. Das ist ein
Ich sagte vorher dem Herrn Staatspräsidenten, ich habe das vorher nicht geahnt, hätte ich es geahnt, dann wäre mir noch schwerer zu Herz gewesen, aber den Entschluss hätte ich dann erst recht gefasst, denn es ging ja gar keine andere Möglichkeit. Ich war mir ja schon klar, schon hintereinander, als ich das nicht so raus jetzt kommen musste. Ich hatte nur den alten Kühlisten auf mir, denn im Zweitrundenkrieg, das wäre ja nicht gewesen, das wären wir auch zerbrochen. Das sehen wir heute besser, als wir es damals vielleicht noch erkannten. Das wären wir zerbrochen. Und mein ganzes, ich wollte an sich noch im Herbst 39, wollte ich an sich noch den Westfeldzug durchführen. Nur dieses dauernde schlechte Wetter, das wir hatten, das hat uns daran gehindert. Denn unsere ganze Bewaffnung war ja, es ist eine Schönwetterbewaffnung. Sie ist sehr tüchtig, sie ist gut, aber es ist leider eine Schönwetterbewaffnung. Wir haben das jetzt hier ja auch in dem Krieg gesehen. Unsere ganzen Waffen sind natürlich auf den Westen zugeschnitten. Und wir alle waren der Überzeugung, das war unsere Meinung eben, seit den ältesten Zeiten her, im Winter kann man nicht Krieg führen. Und wir haben auch die deutschen Panzer und die deutschen Fahrzeuge, die sind nicht erprobt worden, um sie etwa für den Winterkrieg herzurichten, sondern man hat Probefahrten gemacht, um zu beweisen, dass man im Winter nicht Krieg führen kann. Das ist ein anderer Ausgangspunkt gewesen. Wir sind im Herbst 1939 immer vor der Frage gestanden, ich wollte in der Alpenstellung angreifen und ich war überzeugt, dass ich in 6 Wochen mit Frankreich fertig werden wollte. Aber es war die Frage, ob man sich bewegen kann. Und es war dauernder Regenwetter und nun kenne ich ja dieses französische Gebiet selber sehr gut und auch ich konnte mich den Auffassungen vieler meiner Generale nicht verschließen, dass wir wahrscheinlich diesen Elan nicht bekommen würden, dass wir die Panzerwaffe nicht auswerten würden können, dass wir auch die Luftwaffe nicht würden auswerten können mit den Feldflugplätzen infolge des Regens. Ich kann den Nordfrankreich selber, ich bin 4 Jahre lang Soldat gewesen im Großen Krieg. Und so kam diese Verzögerung. Hätte ich im Jahre 39 Frankreich erledigt, dann wäre die Weltgeschichte anders gelaufen. So musste ich bis zum Jahr 1940 warten, und das ging leider vor Mai erst am. Der 10. Mai war der erste schöne Tag. Am 10. Mai habe ich sofort angegriffen. Ich habe am 8. Mai eine Befehl gegeben, am 10. Mai zum Angriff. Und dann mussten nun musste diese riesige Umstellung unserer Divisionen vom Westen nach dem Osten vorgenommen werden. Erste Besetzung hatten wir in Norwegen diese Aufgabe. Im selben Augenblick kam eigentlich, darf es heute nicht sagen, sehr großes Unglück über uns, nämlich die Schwächen, die sich in Italien ergeben hatten durch erstens die nordafrikanische Situation und zweitens durch die Situation in Albanien, Griechenland, ein ganz großes Unglück. Wir mussten nun helfen. Das bedeutete für uns mit einem Schlag zunächst wieder eine Zerreißung unserer Luftwaffe, Zerreißung unserer Panzerverbände, denn wir gerade dabei waren, die Panzerverbände hier für den Osten fertig zu machen, mussten wir nun mit einem Schlag zwei geschlossene Divisionen, es ist eine dritte geworden, abgeben und dauernd sehr große Verluste dort ergänzen. Es sind doch blutige Kämpfe gewesen, die in der Wüste ausgebrochen worden sind. Das alles hat uns natürlich dann auch spät im Osten gefehlt. Und es war nicht anders denkbar als die Entscheidung, die in das bleibt. Ich hatte ja eine Unterredung damals mit Molotow. Das war ganz klar. Molotow ging fort mit dem Entschluss, den Krieg zu beginnen. Und ich habe ihn entlassen mit dem Entschluss, ermöglichen, ihm zuvorzukommen. Denn die Forderungen, die der Mann stellte, sind ganz klar darauf ab, letzten Endes Europa zu beherrschen. Damit das dann nicht veröffentlicht wird, aber zu bestreiten, das ist ganz so lächerlich, sondern so etwas gewesen. Das war schon im Herbst 1940 für uns ununterbrochen die Frage, soll man es auf einen Bruch ankommen lassen? Ich habe damals der finnischen Regierung immer geraten, zu verhandeln und Zeit zu gewinnen und die Sachen dilatorisch zu behandeln.
weil ich immer eine Angst hatte, dass Russland im Spätherbst plötzlich Rumänien überfällt und sich in den Besitz der Petroleumquellen setzt. Und wir wären ja im Spätherbst 1940 noch nicht fertig gewesen. Wenn nun Russland die rumänischen Petroleumquellen besetzt hätte, dann wäre ja Deutschland verloren gewesen. Auch die, mit 60 russischen Divisionen war die Sache zu machen. Wir hatten in Rumänien ja damals noch weiter keine Verbände. Die rumänische Regierung hat sehr spät an uns gewendet. Und das, was wir hatten, wäre ja lächerlich gewesen. Die brauchten nur die Petroleumquellen besetzen. Ich konnte im September oder Oktober mit unseren Waffen keinen Krieg mehr beginnen. Das war ja unmöglich. Wir hatten auch den Aufmarsch natürlich im Osten in keiner Weise so weit vorbereitet. Die Verbände mussten ja auch im Westen erst wieder konsolidiert werden. Es musste erst die Bewaffnung in Ordnung gebracht werden. Denn letzten Endes haben wir ja auch natürlich Opfer gebracht in unserem Westfeldzug. Es wäre unmöglich gewesen, vor dem Frühjahr 1941 anzutreten. Und wenn nun der Russe damals im Herbst 1940 Rumänien besetzt hätte und sich in den Besitz der Petroleumquellen gebracht hätte, dann wären wir im Jahr 1941 eben hilflos gewesen. Wir haben eine große deutsche Produktion, aber was allein die Luftwaffe verschlingt, was unsere Panzerdivisionen verschlingen, das ist eben doch etwas ganz Ungeheures. Es ist ein Verbrauch, der über alle Vorstellungen hinweggeht. Und ohne die Zubuße von mindestens 4 bis 5 Millionen Tonnen rumänischen Petroleums würden wir den Krieg nicht führen können. Lastlos. Und davor hatte ich eine große Sorge. Daher auch mein Bestreben, durch Verhandlungen diese Zeit zu überwinden, bis wir stark genug waren, um diesen erpresserischen Forderungen entgegenzutreten. Denn die Forderungen waren einfach nach der Erpressung. Das ist eine Erpressung gewesen. Die Russen wussten, dass wir uns nicht helfen konnten, dass wir im Westen die Pumpen waren, sie konnten sie alles erpressen. Und erst bei dem Besuch von Molotow, da habe ich ihm dann kurz angemerkt, dass die Forderung, diese vielen Forderungen, dass wir die nicht akzeptieren werden. Damit waren an sich die Verhandlungen förmlich abrupt geändert, was wir gerade haben. Es waren die vier Punkte, der eine Punkt, der Finnland betraf, die Freiheit, sich vor den finnischen Bedrohungen zu schützen, sagte, die werden mir doch einreden, dass Finnland sie bedroht. Ja, es sei in Finnland, wenn man gegen die Freunde der Sowjetunion würde man vorgehen, man würde gegen die Gesellschaft gewesen, die würden fortgesetzt verfolgt und eine Großmacht könne sich nicht von einem kleinen Staat in seiner Existenz bedrohen. Also ihre Existenz ist doch nicht von Finnland bedroht. Das werden Sie mir doch nicht reden können, dass Ihre Existenz von Finnland bedroht ist. Ja, es gäbe auch eine moralische Bedrohung der Existenz eines Großstaates und das, was Finnland betreibt, das sei die Bedrohung der moralischen Existenz. Und sage ich Ihnen, wir würden einen weiteren Krieg in der Osten werden wir nicht mehr als passive Zuschauer hinnehmen können. Da fragen wir mich, wie unsere Stellung in Rumänien sei. Wir hatten ja die Garantie abgegeben. Ob die Garantie sie auch gegen Russland richte. Dann sage ich, das glaube ich nicht, dass sie die gegen sie richtet, denn sie haben doch wohl gar nicht die Absicht, Rumänien zu überfallen. Also, wir haben nie etwas gehört, dass sie die Absicht haben, dass sie Rumänien überfallen, weil sie